Unser Projekt Flying Help haben wir nun 11 Jahre. Innerhalb dieser Zeit sind mittlerweile über 500 Schulen entstanden. Und dank eurer großartigen Unterstützung eine weitere Schule in Namibia. Ich glaube, jetzt war erstmal die Frage, wir wollen was Gutes tun und haben Mitarbeiter, Partner, also alle in unserer Gemeinschaft gefragt, was wollen wir machen. Und relativ schnell war klar, wir wollen was mit Kindern machen. Und dann kam relativ schnell der Link zu Flying Help und dann die Liebe nach Namibia, um dann zu sagen, okay, hier ist der richtige Platz, hier ist der Bedarf, eine Schule zu bauen. Der Rainer Meutsch ist für mich ein sehr beeindruckender Mensch und dann war irgendwie klar, wir suchen ein Projekt, das wir auch langfristig begleiten wollen und nicht irgendein Sponsoring-Projekt, sondern wir möchten auch da dort weiter engagieren und ich glaube, wir haben jetzt in Namibia das richtige Projekt gefunden und ja inzwischen auch mit einer wirtschaftlichen Komponente, indem wir auch, ja inzwischen auch die erste Firma dort gegründet haben. Ich denke, genauso wie die Schule war auch der Standort, den wir jetzt da gegründet haben, eine Herzensangelegenheit, aus der die ganze Sache entstanden ist. Inzwischen sind wir schon 10 Mitarbeiter, haben ein hochmotiviertes Team und die Arbeit macht unglaublich Spaß, auch auf die Entfernung. Wir wollen natürlich Mitarbeiter aufbauen, wir wollen Arbeitsplätze schaffen und wir wollen, wenn alles gut läuft, natürlich auch für den Markt da unten ausbilden. Das heißt, auch ein Ausbildungsstandort ist vielleicht mal irgendwann denkbar. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Interview und vielen Dank für das Engagement. Und ich freue mich wahnsinnig drauf, das nachhaltig zu begleiten und wir haben schon ganz viele Ideen im Kopf.